Die ungewohnt harten Attacken der ÖVP auf die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben am Wochenende den Koalitionspartner auf den Plan gerufen. Die grüne Clubchefin kritisiert den, Zitat, unsouveränen Umgang der Volkspartei mit Ermittlungen gegen ihre Minister und Abgeordneten. Die Volkspartei legt nach und meint, die Ermittlungen gegen Justizsprecherin Steinacker hätten das Ziel, diese mundtot zu machen. Justizvertreterinnen und Vertreter weisen die Kritik zurück. Johannes Perterer berichtet. Die ÖVP gegen die Justiz. Eine mittlerweile lange Geschichte, die nun um eine Episode reicher ist. Im Fokus stehen diesmal Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker wegen Verdacht auf Untreue und Vorteilsannahme. Die ÖVP bestreitet die Vorwürfe. Für Steinacker gilt die Unschuldsvermutung. ÖVP-Clubchef August Wöginger bezeichnet die Ermittlungen gestern als politisch motiviert, was der grüne Koalitionspartner und die Opposition scharf kritisieren. Heute legt Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, nach. Es drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass die Ermittlungen gegen Justizsprecherin Steinacker nur deswegen vorangetrieben werden, da Steinacker zu unbequem geworden ist, indem sie die vielen Verfehlungen der WKStA thematisiert und dazu Anfragen gestellt hat. Als Volkspartei steht für uns fest, wir werden es nicht zulassen, dass kritische Parlamentarier mundtot gemacht werden. Vorwürfe an die Justiz, die Präsidentin der Richterinnenvereinigung scharf zurückweist. Das sind unsachliche Anschuldigungen, die unangemessen sind und mit den Worten des Herrn Bundespräsidenten, sie sind auch entbehrlich. Die Angriffe der ÖVP auf die Justiz bereiten der Richterinnenpräsidentin Sorgen. Ich möchte Österreich nicht mit Ungarn und insbesondere nicht mit Polen vergleichen, aber auch dort hat man sich am Anfang wahrscheinlich nichts gedacht und gemeint, es sind nur einzelne Vorfälle. Und deshalb gilt es während den Anfängen und Anschuldigungen sind vehement zurückzuweisen. Internationale Beispiele zeigen jedenfalls, Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz sind, sobald sie einmal gesät wurden, schwer wieder aus der Welt zu schaffen.